Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Airborne Kingdom, beziehungsweise bei einer weiteren Folge in unserer kleinen fliegenden Stadt hier, die ja mal ein Königreich werden soll. Und ich weiß gar nicht, wo wir waren, ich habe schon wieder alles vergessen. Perfekt. Erstmal diese Musik abschalten. Ich weiß nicht, warum genau diese Musik so laut ist. Vielleicht liegt es bei mir dran, vielleicht auch nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Was hat denn mein Rechner jetzt für Probleme? Na, nüchen. Hat mein Rechner ein Problem? Ich muss mal eine Sekunde kurz was nachgucken. Technische Probleme hier. Was ist denn meine Grafikkarte geht voll ab bei dem Game. Warum geht denn meine Grafikkarte bei dem Game ab? Das ist doch letztes Mal nicht passiert. Ja, scheiß drauf. Müssen wir mit leben, Jungs. Müssen wir mit leben. Dann geht's halt so weiter. Ist vielleicht auch einfach nur ein Problem von... Ach nee, es ist wahrscheinlich nur ein Anzeigeproblem, weil das Spiel lädt ohne Probleme, aber der Balken bei OBS ist einfach verzögert. Ja, verstehe. Also das Game funktioniert schon und die Aufnahme dürfte auch klappen. So. Was war denn unser Plan? Stimmt, wir mussten da hinten hin. Haben wir denn alles? Wir haben nicht genügend Kohle. Essen farmen wir noch ein bisschen, genau. So. Kohle können wir auf dem Hinflug dann noch ein bisschen mitnehmen. Okay, verstehe. Null untätig. Wie viele Flugzeuge haben wir hier dran? 5. Das heißt, wir können maximal 5 jetzt haben. Okay. Aber es sieht schon alles cool aus. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Schatten dieses Mal irgendwie ein bisschen schlechter aussehen als beim letzten Mal. Vielleicht ist meine Grafikkarte einfach ein bisschen kaputt. Vielleicht ist die einfach ein bisschen kaputt. Kann gut sein. Die ist schon ziemlich lange mit dabei. Stimmt, die müssen ja immer noch dahin rennen. Das dauert ja ein bisschen, bis sie dann losfliegen. Erforschen wir gerade. Achso, ja, genau. Erhöht die Ressourcensammeltempo um 50%. Das dürfte dann einfach bedeuten, dass sie mehr transportieren können. Also, dass sie statt 2 dann 3 Sachen transportieren können. Fliegt die auch nochmal los? Ist noch nicht fertig hier. Die nächsten Bewohner werden
untätig bleiben. Die werden unsere kleine Flugstaffel werden. Wir brauchen mehr Flieger, um schneller zu sammeln. So, wir können ja schon mal gucken, wo müssen wir denn hin? Wir sind hier bei Botalia und wir müssen da hinten dann hin. Wir können mit der Kamera gar nicht mehr so weit weggehen. Das heißt, da irgendwo müssen wir hin. Guck mal, da ist noch ein Städtchen, da können wir auch hinfliegen. Das heißt, wir fliegen so hin. Da ist da noch was Interessantes. Da ist noch was Interessantes. Haben wir das nicht schon eingesammelt? Ist dann auch ein Kohlelager? Also als dämliche Frage. Wasserturm, Nahrungsspeicher, Lagerhaus. Wenn wir weiter reisen. Ne, also ein Kohlelager gibt es scheinbar nicht. Das heißt, das geht dann nur hier rüber. Das heißt, Kohle ist so oder so die wichtige Ressource. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel verbrauchen. Wobei theoretisch gesehen ist das Einzige, was wir da ja verbrauchen, die Ventilatoren. Und die halten sich ja Grenzen, aber wir haben ja jetzt schon mehr als genug Schubkraft. Vorerst. So, wir kommen mal alle zurück. Wir fliegen jetzt weiter nach da. Relikte, achso, Relikte gefunden heißt, wir haben die schon gefunden. Gut, das erklärt einiges. Das hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Ja, wir müssen definitiv das mit den Sammlern erhöhen. We need more Sammler. Und wir brauchen so ein Ding. Gut, vielleicht halten wir doch noch mal und nehmen noch ein bisschen Lehm mit. Boah, das Lehmvorkommen ist hier ziemlich gering. Haben wir hier hinten auch Lehm? 14. Nehmen wir das noch mal mit. Ist alles schlecht. Ist alles doof. Ich frage mich ja, wie die Flugzeuge die Sachen von unten mitnehmen. Ob die dann so Greifarme unten drunter haben und das einfach alles schon hingelegt. Aber es sind ja Flugzeuge, es sind ja keine Hubschrauber. Hubschrauber könnten ja runterfliegen, das aufsammeln und einfach hochfliegen, aber die müssten ja dann im Flug, müssten die das griffeln. Oder landen die da einfach? Dann holt das mal alles ab da. Hol das mal rein, dass wir mal ein bisschen arbeiten können. Dann fliegen wir weiter. Vier Arbeiter braucht das. Die haben wir nicht zur Verfügung. Das heißt, wir werden erstmal im Schneckentempo bleiben.
Gerade. Neigungsprobleme. Ist auch eine interessante Art von Problem. Wir neigen uns zu sehr in eine Richtung. Ist im Winter eigentlich recht schön, kann man rudeln. Rodeln bzw. rutschen. So. Zu weit weg. Guck mal, weil hier nicht Relikt gefunden steht, haben wir hier auch noch den Button. Eine große Schmiede glüht heiß im bunten Feuer. Funken. Heiß mit bunten Funken, Gott. Obwohl die nahe Siedlung längst verlassen ist, die Metallarbeiten sind ebenso farbenfroh wie die Funken, die aus der Erde kommen. Die genaue Legierung ist ein Mysterium. Können wir mit ihr die Farben unserer Metalle verändern? Die Farbe unserer Metalle? Wie verändert man die Farbe unserer Metalle? Ah, das meinen die. Ja, okay, gut. Das ist jetzt nicht so praktisch. Und mir ehrlich gesagt auch relativ egal. Oh, da ist mein Arbeiter hinschicken. Das ist noch zu weit weg. Da ist ja noch nichts mehr. Wie viele findest du? Wir haben jetzt einen. Und er bringt uns. Na komm, komm. Ah, kleiner Salto noch. Dann nochmal zum Stadttempel rumlaufen. Und sind 4 Stück. Boah, das ist nice. 4 Stück ist schon nice. Will unbedingt mitkommen. So, brauchen wir wieder 2 neue Buden. Aber gar kein Problem. 2 neue Buden sind ja schnell gebaut. Wenn wir das Holz hätten, was hier gerade erst ankommt. So, jetzt haben wir keine Bauarbeiter. Jo. Dann bleibt mal ein Flugzeugpilot hier, damit gebaut wird. Wie haben wir denn jetzt, wieso haben wir denn jetzt 3 Bauarbeiter? Wo kommen die denn her? Naja, sollte. Ach so, wir haben ja jetzt mehr. Wir haben ja jetzt mehr Leute. Wir haben ja gerade 3 Leute dazugeholt. Somit 2 weiteren haben wir Flieger, die wir ausbauen können. Dann können wir noch einen Hangar hier an die Seite klatschen. So, haben wir jetzt irgendwelche Neigungsprobleme? Nein. Gleich sind wir damit fertig. So, da haben wir unsere Sammelprobleme doch schon mal gelöst. Das ist doch alles super. Unsere Forschung ist auch gleich fertig. So.
So. Wir fliegen ziemlich langsam, tatsächlich. Aber das ist dann halt so. So, hier könnten wir wieder drei neue Leute anwerben. Aber erstmal nicht so wichtig. Also können da maximal 8 hin. Wir haben noch jetzt 7. Achso, gut, wir haben nur 8. Hä? Doch, wir haben nur 8 freie, die fliegen können. Oh lol, und schon leer, und leer, und leer. Stimmt, 8 und 8 sind 16. Hätte ich nur 7 hinschicken müssen. Guck mal einer an. Wie fliegen die denn jetzt gerade? Den Salto machen sie wahrscheinlich, weil sie dann, sobald sie diesen Salto anfangen, Teil von der Gesamtkonstruktion sind, damit die Reinfliegeanimation smooth ist. That makes probably sense. Technologiebaum öffnen. Und los, Flugstaffel, los. Was ist denn hier denn wieder? Unbekannte Ruine zu weit weg. Das ist das, wo wir hin müssen. Wir sind ja. Wofür sind wir nur unterwegs gewesen? Wir sind ja für irgendwelche Bäume oder so unterwegs gewesen. Wir sind ja hier. Hinten geht's ja noch voll. Hier sind ja noch voll die Gebiete. Der Nahrungslager ist voll. Eigentlich dürfte das schon voll sein. Ja, siehst du, komm, hör auf. Rein in die Bäume. Die nehmen wir alle mit. Die nehmen wir alle mit. Dann packen wir uns, sobald wir die alle haben, auch diesen Antrieb vorne drauf. Und dann fliegen wir auf dem Rückweg zu der Dreiersiedlung und holen uns nochmal 3 Leute mit. Weil hier brauchen wir nur 2 und dann begeben wir uns auch schon zurück, weil hier ist nichts mehr. Wir könnten da hinten die Ruine noch mitnehmen. Nehmen wir da hinten noch die Ruine mit. Dann fliegen wir zurück. Wir fliegen dann ja auch gleich schneller. Aber wir brauchen wirklich viel Kohle. So, gleich fertig. Da könnten wir schon wieder einrekrutieren.
Na komm, die letzten Meter schaffen wir. Guck mal, jetzt sind noch drei, jetzt müssen noch zwei Flugzeuge hin. Da, jetzt ist leer. Ich fliege hier hin. Und wieder acht untätig. Wir können unseren kleinen Antrieb endlich bauen. Was ist das denn? Was soll das denn sein? What the? Das ist ja gar kein Propeller, das ist ja so ein. Glühende Sonne beim Farben, die Farben unserer Gebäude verändern. Das ist ja super. Können wir das nicht schon? Oder haben wir jetzt neue Farben freigeschaltet? Wir haben neue, hier bei den Mauern neue Farbe freigeschaltet. Cool. Ein kleiner Hain aus golden schillernden Bäumen umgibt eine Ruine der Alten. Nirgendwo hatte hier jemand solch herrliche Pflanzen erblickt. Dass sie aus den Ruinen sprossen, machte sie nur noch wundersamer. Vor diesem Anblick gingen wir auf die Knie. Auszug der Funde der. Ach, der schon wieder zweite Chronist. Dies sind die Goldbäume von Kaldao. Wir ernten einen Setzling, stets darauf bedacht, den Hain nicht zu zerstören. Wir müssen ihn im Königreich Uthala zurückbringen. Ja, wir werden zurückkehren. We will come back. So, bist du jetzt bald mal fertig? Hohe Kosten, kein Treibstoff. Dreiundvierzig Prozent. Ach so, die brauchen vier Arbeiter, aber die brauchen keine. Was arbeitet ihr denn da? Wie steht der einfach nur? Wie funktioniert denn das Segel? Wie soll das denn Antrieb geben, wenn das keine Dings verbraucht? Wieso braucht. Also, ich meine, gut, aber. Von mir aus, mir egal. Ein Arbeiter hin. Wir haben noch vier untätig, das heißt, wir brauchen als nächstes drei zusätzliche Arbeiter. Wir brauchen noch wieder Kohle. Guck mal, hier ist eine Siedlung. Da können wir nochmal Arbeiter mitnehmen. Da ist eine Ruine. Das ist schon wieder. Ich will hier alles erkunden und da hier ist schon wieder komplett neues Königreich. Wir sind mit dem anderen noch nicht fertig. So, wie viel haben wir? Wie viel kriegen wir? Wie viel gibt's? Wie viel Schotter haben wir auf der Kante? Boah, fünf Stück, das ist nice. Moin, wir suchen nach Siedlern. Wir nehmen dich mit, wir nehmen dich mit und wir nehmen dich mit. So, vielen Dank und jetzt gehen wir wieder. So. Alle eingesteckt und ab zurück. Was wird das denn jetzt? Freudig-festiges Drehen oder was? Die kommen schon wieder zurück, die Flugzeuge. Ich will nur so viel Kohle wie möglich auf dem Rückweg, weil wir haben nur 35. Wir sind nah an der Hälfte dran.
Ich würde dann auch gern eigentlich da hinten bei der Siedlung erst nochmal drei weitere Leute einstecken, weil ich würde gern noch so ein Segel haben. Technologie beim Öffnen. Ressourcen. Effizienz von dem, was wir sowieso brauchen oder benutzen gerade. Wegen der Entfernung aufgehört, Kohle zu arbeiten. Ja, das ist fein. Wir haben wieder 54. Alles super. Unser Ziel ist, wo ist denn die Siedlung da hinten? Oh, die ist ja ganz dahin. Okay, wir fliegen doch erst hier hin. Das Wasser ist auch nicht gerade wieder voll geworden, war. Oh, gut. Genug, dass wir unsere Lager füllen können. Unsere Wassertürme, meine ich. So, ich würde aber mal sagen, wir geben diesen Setzling in der nächsten Folge zurück. Und tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Airborne Kingdom in unserer kleinen, süßen, idyllischen, fliegenden Stadt.